Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder unterwegs beim Modellbaukönig und neben mir sitzt Isabel. Und Isabel möchte euch heute ihren Panzer II Ausführung F vorstellen, den sie fertiggestellt hat. Lange hat es gedauert, aber was lange wird, wird endlich gut. Und fürs erste Modell, muss ich sagen, ist das spitze geworden. Isabel, erzähl ein bisschen was dazu. Danke. Ja, ich habe den Panzer Kampfwagen F2F Ausführung F von Tamir gebastelt. Ich habe mit Chaos Blade kondiert, damit das eine einheitliche Farbe hat, damit ich XF60 beim Airbrush sehen kann. Hab dann mit Weiß oder mit einer, also hab das mit Weiß aufgehellt, also die Farbe aufgehellt, damit man so leichte Erhebungen sehen kann, wie hier oben und da. Hab dann angefangen, die Räder zu bemalen mit Schwarz, Anthrazit und hier also dann die Räder. Die Ketten habe ich mit Metallic Gunmetal gemacht und die Kanonen auch mit Gunmetal. Hab dann angefangen mit Wash, damit das ein bisschen dreckiger und abgenutzter aussieht. Und hab dann langsam die Decals aufgeklebt. Hier da auf den Seiten, also den Bären, die 115 und hier vorne das Y. Und hier hinten das Balkenkreuz? Das Balkenkreuz. Und hier auf der Seite. Hab dann immer wieder ein bisschen Dreck dran gemacht, damit das halt realistischer aussieht. Hab dann zum Schluss Trockenbemalung gemacht. Da habe ich von Abteilung eine Farbe gehabt. Ich weiß jetzt. Da haben wir welche gemischt. Da haben wir welche gemischt. Und hab dann hier die Kanten angemalt, damit die vorgehoben werden. Mhm. Ja, und dann haben wir die Kette noch ein bisschen mit mit Wash, das sind die mit Pigmenten, habe ich mit den Rosttonen zusammengemixt und habe dann die Ketten ein bisschen gealtert und habe dann hier an den Rädern auch noch ein bisschen, war das an den Ketten auch trocken bemalt? Ja, mit Silber. Ja, mit Silber trocken bemalt. Also als abschließende Worte sind einfach von Anfänger sich Zeit lassen und einfach nicht die Geduld verlieren, wenn man merkt, okay, man hat keine Lust mehr, auch aufhören. Das habe ich zwischendurch gemerkt, dass wenn ich keine Lust mehr habe, war es besser aufzuhören, weil man schlurrt dann auch. Die Anleitung am besten auch genau angucken. Ich mache jetzt von Tamir 1, Italieri 1, da muss ich viel genauer rauf gucken, um zu sehen, wo was hingehört, als bei Tamir. Ja, wichtig ist auch, bevor man direkt klebt, ranhalten, passt das so? Das hatte ich auch eben bei dem anderen. Und einfach nicht zu viel machen. Immer Schritt für Schritt. Wenn man merkt, okay, man macht nur die Unterwanne, macht man eben nur die Unterwanne. Und das habe ich gemacht, an Anfang mir Bilder im Internet angeguckt, wie da aussehen, wie andere den gebastelt haben und das als Vorlage benutzt. Ja, Isabel, super. Zu deinem ersten YouTube-Einstand, kann man sagen. Zu deinem ersten Modell. Und ich finde es auch gut, dass du noch mal so ein paar Worte an die Anfänger gegeben hast, an euch. Also, wie gesagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Jeder hat mal klein angefangen. Und natürlich haben wir hier so ein bisschen unlautere Mittel gehabt. Wir haben natürlich alle Isabel ein bisschen geholfen. Ja. Und sie hatte noch grenzenlose Ressourcen hier. Das will man nicht meinen, aber ich sag mal, es war eine Menge Know-how dabei, von dem ich selber auch immer profitiere. Und ja, und dieses Know-how, also mit diesem Know-how haben wir halt Isabel unterstützt, dass sie halt dieses wunderschöne Modell hinkriegt. Aber letztendlich hat sie es selber gebaut und da haben wir nichts bei gemacht. Also das ist ihre eigene Handwerkskunst, die da auf dem Plastik gebracht wurde.
Und ich finde, das ist toll und ich finde, Isabel hat Potenzial und ich finde, Isabel sollte auch weiter Modelle bauen. Und ich denke mal, ihr seid auch der Meinung. Ja, also ich bastle ja schon mein nächstes und ich habe gemerkt, was ich an Nägeln, beim Nägellackieren mache, wie die Decals, hat man auch irgendwie so den Draht, die Verbindung. Ja. Super, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich hoffe, euch hat der Panzer gefallen. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Und ich hoffe, ihr guckt das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.